Nee, da kommt er. Ja, schaut's euch das an. Das ist kein Wunder, dass der eine Ewigkeit braucht, bis der da ist. Was ist denn mit dem los? Dem kann ja ein Schuhmacher unterm Laufen noch die Schuh machen. Servus, grüß euch, habe die Ehre, eine weitere Folge von unserem Lafti in Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns einmal die Waffenkammer hier hinten klar gemacht. Jawohl, und jetzt geht's dann, wenn uns Kotzi nicht im Weg ist, als erstes mal gucken, ob Preston schon wieder da ist. Und dann mal schauen. Wo ist Preston? Ist er schon da? Hebt doch mal einer diesen. So, nee. So, so. Den stellen wir jetzt dahin. Ja, schaut doch gut aus. So, es scheint, als wäre Preston noch nicht hier. Okay, dann. Nö. Gehen wir mal zu Ronnie Shaw und... Hey. Scheint, als hättest du alles, was wir brauchen. Sobald du die Artillerie gebaut hast, machen wir ein paar Probeschüsse, um sie zu kalibrieren. Oh ja. Yeah. Dann lassen wir es richtig knallen. Artillerie! Okay, wir brauchen zwar noch jemanden, den wir dann dahin zuweisen. Na? Schaut gut aus. Oh ja. Yeah. So, wer macht Artillerieschütze? Wer kann das? Wo? Wie? Wer? Ja, erst einmal vorübergehend du. Komm, das magst du. Das kannst du, weiß ich. Kann ich in die... Okay, keine Ahnung. Jawoll. Oh, gleich gibt's ordentlich Bums. Hey. Ronnie. Hi, Ronnie. Mann, tut echt gut, hier wieder Artillerie zu sehen. Oh, okay, ja. Es gibt nur einen Haken. Große Kanonen können nicht auf nahe Ziele schießen, aber ihre Reichweite ist beeindruckend. Deshalb haben wir die Rauchgranaten mitgenommen. Wirf eine der Granaten auf die bösen Jungs. Wenn wir Artillerie in Reichweite haben, bestätigen wir über Funk und feuern auf das mit Rauch markierte Ziel. Aber zuerst sollten wir ein paar Probeschüsse machen, damit wir später auch das treffen, was wir anvisiert haben. Siehst du das kleine Gebäude da drüben? Das nehmen wir als Zielpunkt. Stell dein Funkgerät auf die Frequenz von Radio Freedom ein, damit ich immer bestätigen können, dass wir bereit sind. Na gut, sie sagt's. Dann machen wir das doch mal, oder? Wo haben wir sie? Fatman. Wir haben die doch eingesammelt, oder nicht? Radio Freedom, die Stimme der Minutemen. Es ist ein kurzer Break für den Sponsor dieses Videos. Denn dieses Video wird unterstützt durch Whatwater Energy. Ein Würfel, ab ins Wasser und man hat einen zuckerfreien Energy mit natürlichen Inhaltsstoffen. Und was will ich sagen? Es ist halt, es schmeckt halt auch noch. Meine Favorites dabei sind Kirsche, Himbeere und Orange. Checkt's einfach mal die Beschreibung aus. Da habt ihr den Link und den Rabattcode, denn ihr spart euch auch noch 15%. Und jetzt wieder weiter mit dem Video. 12 Uhr mittags. Im Moment liegen keine Meldungen vor. Euch auf dem Laufenden.
Da. Artillerie, Rauchgranate. Okay, General. Wenn ja. Du mich hören kannst, sind wir bereit. Kann ich. Also das Testgebiet ist hier. Lauf, Forrest! Alle Mann in Deckung! Okay, wir sehen den Rauch beim Ziel. Du solltest vielleicht etwas zurückgehen. Bin ich. Komm. Also in dem Winkel wirst du nicht treffen. Ja. Ja. Schönes Spielzeug. Die machen ordentlich Bums. Das Häusle ist aber stabil. Hier steht jetzt Artillerieunterstützung zur Verfügung. So viel Geschichte wird schon bald vergessen sein. Okay, wir sollen mit Preston Garvey reden. Dann gucken wir doch mal, wo ist er denn gerade? Der ist da oben erst. Was ist das denn für ein Schnarchzapfen? Aber... Ich wünschte nur, ich könnte endlich mal wieder sauberes Wasser trinken. Ja, das machen wir alles schon noch. Wir machen komplette Versorgungsrouten, allem drum und dran. Aber jetzt gehen wir erstmal ein Stückchen von der Burg weg. Dann gehe ich in einen ganz kurzen Cut und lass meine Leute, sagen wir mal, die Burg reparieren, weil die hat da so ein paar kleine Löcher, die gefallen mir nicht so. Oh ja. Yeah. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Oh, schaut euch das an. Sind die aber schnell. Und wir haben sogar eine Klimaanlage. Da erstrahlt die Burg in einem wunderschönen neuem Aussehen. Die hier mache ich aber zu, das weiß ich jetzt schon, weil man kommt da nicht so gut hoch. Ja, genau deswegen. Ist das schön. Gut, hier haben sie ein bisschen, ja, ein bisschen schief gearbeitet. Es waren halt keine Freimaurer, sondern irgendwelche Hanselchen, aber passt. Damit kann ich mich anfreunden. Und schauen wir jetzt einmal hier rein. Ja, Waffenkammer ist da. Gut, da ist... gibt Schlimmeres. Und das hier war ja auch alles eingeschüttet. Da haben wir jetzt zusätzlichen Platz. Oh, das ist gut. Oh, oh. Ich glaube, da kommt schlechtes Wetter. Da kommt das Schlechtswetter. Und hier haben wir das Tor. Ja, komm. Können wir uns nicht beklagen. Ihr hört Radio Freedom, den Sender für das gesamte Commonwealth. Moment, keine Meldung vor. Unsere Sachen sind auch noch so weit da, die wir nicht geschrotet haben. Hier ist natürlich dann auch wieder ein... Nee, das hatten wir vorher schon. Da war aber ein Durchgang rüber zum Eingang. Das kommt mir ganz gelegen. Wie schaut's hier aus? Oh, die haben hier oben sogar gemäht. Ja, komm, das ist doch so nice. Gefällt mir. Ja. Behalten wir genau so, wie es ist. Behalten wir sie, die Burg, so. Das gefällt mir.
Vor allem, wir haben dadurch jetzt in der Burg wesentlich mehr Platz. Mein Büro. Sehr schön. Ja? Wer bist denn du? Ich will nur ein bisschen handeln. Schieß los. Okay, ich kann dir Sachen abnehmen. Danke. Wow. Die ist hässlich, die hat keine Schulterstütze. Haben wir irgendwas dabei, was wir ihm geben können? Komm, wir geben ihm die Lasermuskete. Nein, da gibt's. Ich will nur etwas ausrüsten. Nein. Na klar doch. Ja, ich habe ihm alles weggenommen. Oh, ich bin der Held. Oh Mann. So, du kriegst die Lasermuskete. Du kriegst die Brille, du kriegst das, du kriegst... Nein, das Offizierscap kriegst du nicht. Das kriegst du noch und das kriegst du. So, Lasermuskete, die Brille, Handschuhe. Ja gut, die brauchst du nicht. Nee, das steht dir irgendwie nicht so, ich weiß nicht. Nimmst du den Offizier, den Armeehelm, ha? Nee, der ist auch nicht schön. Ja, komm, lass mir ihn den Hut. Und ganz wichtig ist, wir müssen ihm auch Munition geben. Der braucht nicht viel, aber ein bisschen. Ja, so 10 sollten reichen. Kannst du das nicht zusammennehmen? Doch, so. Ja, komm, schau doch gut aus. Bist der Funker ab jetzt. So, haben wir das auch. Gut, können wir dann hier ein Gefängnis reinbauen? Dann haben wir unser Gefängnis. In der letzten Folge habe ich ja gefragt, ob wir für unsere Deserteurin ein Gefängnis haben. Das hatten. Ja, genau, wir können hier ein Gefängnis, eine Gefängniszelle. Oh, da komme ich schon wieder auf Ideen. Sehr nice. Also mir gefällt die Burg so, wie sie jetzt ist. Das haben unsere, naja, sagen wir mal, Lemminge richtig gut gemacht. Ja. Gefällt mir extrem gut. Gut, wir müssten vielleicht mal schauen, dass wir hier zwischenzeitlich noch ein paar einzelne Treppen anbringen, dass wir da auch mal zwischendurch einfach runter können und nicht nur da oben. Aber ansonsten bin ich mit der Burg zufrieden. So, wo bleibt unser Preston? Der braucht ja ewig, bis er da ist. Okay. Entschuldigung. Ich wollte nicht den Strom abstellen. Servus. Kleiner Tipp. Irgendwo gibt's da was, was Probleme verursacht und der Radiosender ausschaltet, und zwar dauerhaft. Also nach Möglichkeit hier immer extrem aufpassen, wenn ihr das macht. Aber wenn wir jetzt gerade hier schon anwesend sind, dann bauen wir hier schnell etwas, damit hier keiner reinkommt. So, Bald Anywhere ist aktiv. Das ist halt jetzt die Frage, machen wir hier komplett zu? Oder
machen wir hier... Nee, Tür machen wir gar nicht rein. Aber hier zum Beispiel das Gitter. Weil dann könnte man von draußen reinschießen. Nee, das ist nichts. Komm. Wir machen hier komplett zu. Es soll auch ein bisschen schön ausschauen. Warum geht das jetzt nicht? Ne, geht nicht. Dann halt nochmal. So. Jetzt geht's. Nein, ich will das doch... Oh. Ja, komm. Oder hätten wir da tatsächlich eine Tür reinmachen sollen? Können wir hier mit Treppen arbeiten? Nee, geht auch nicht, gell? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Müssen wir mal schauen, wenn wir das jetzt hier so machen. Okay, packen wir das jetzt mal so dahin. Okay, dann können wir rein. Okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir das tatsächlich. Ich trau... Nee, dann mache ich die ganze Wand weg. Okay, dann machen wir das mit einem Tor. Können wir... Wenn wir das jetzt so... Nee. So. Wenn wir da jetzt die Tür einbauen. Nee, das ist zu groß. Da müssen wir dann schon mit dem hier arbeiten. Ja, wobei, das macht doch gar keinen Sinn. Komm, nicht lang rumspielen. Wir hauen da jetzt die Wand rein und gut ist. So, ist dicht. So, dich brauchen wir eigentlich. Wenn, dann woanders. Da. Ja, fertig aus. Gar nicht lang rumgemacht. Gar nicht lange rumgemacht. Das Bauen, das wirklich, wirkliche Bauen, wisst ihr ja, das mache ich dann. Da mache ich auf jeden Fall noch so eine richtige Verschlusstür hin, dass man da nicht so einfach durchkommt, weil das ist so gesehen ja der einfachste Weg hier rein. Das kriegen wir aber alles hin. Und jetzt schauen wir mal, wo ist unser Preston? Oh, wir müssen den Siedlern bei Country Crossing ja noch Bescheid geben. Okay, Preston eiert da noch rum. Nee, komm, dann machen wir hier mal Schnellreise, geben denen schnell Bescheid und sagen, hey, wir haben uns in der letzten Folge, ja, in der letzten Folge, oder war es die vorletzte? Nein, das war schon die vorletzte. In der vorletzten Folge haben wir uns schon darum gekümmert. Ja, komm. Das passt. Servus. Du bist zurück.
Hast du dich schon um unser kleines Problemfleckchen gekümmert? Ja, ich wundere mich aber, warum das jetzt hier heißt Harvest. Warum ist das nicht deutsch? Ist da hinten schon wieder Party? Ich ja, komm mal her. Nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Ja. Ich habe den Laden gesäubert. Sollte jetzt sicher sein. Deine Freunde können also kommen. Schön, mal ausnahmsweise ein paar gute Neuigkeiten zu hören. Ja. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Ja, natürlich. Ein Mr. Handy könnte ich gebrauchen. Scheint wirklich was zu werden. Zu Kennst du die Farm, die von Ghoulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Hä, Farm von Ghoulen? Das könnte ja dann theoretisch nur das Lock sein, oder? Ich muss jemanden darauf ansetzen. Wir kriegen hier nicht erstmal alles... Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ja, der Vorteil ist, wenn wir jetzt hier eine neue Siedlung haben, haben wir einen klaren Vorteil. Dass wir ein volles Inventar haben. Okay. Ein bisschen alte Welt, was? Ja, ein bisschen alte Welt. So, wo ist er? Mit ein bisschen Glück könnten wir Preston in der Burg haben, wenn er dann wiederum, also wenn wir in der Burg sind, dass er dann schon da ist. Denn in der Schnellreise läuft die Zeit ja weiter. Vielleicht haben wir Glück. Dann kriegt er endlich mal eine anständige Cap wieder. Wir sind hier. Wo ist er? Ist der immer noch nicht da? Ja, klar, wenn er... Der läuft ja spazieren ewig weit außen rum. Da muss er irgendwo jetzt kommen. Der gerade hinter dem LKW. Nee, da kommt er. Ja, schaut euch das an. Jetzt kein Wunder, dass der eine Ewigkeit braucht, bis der da ist. Was ist denn mit dem los? Dem kann ja ein Schuhmacher unterm Laufen noch die Schuh machen. Oh, Moment, die sammeln wir ein. Was haben wir hier? Okay, das war ein Gunner. Hallo, Preston. Schön, dass du dich auch mal zu uns gesellst. Wie wär's? Also bei der Geschwindigkeit hättest du auch in der niedrigsten Gangart gehen können. Und zwar kriechend. Oh, wir könnten mal gucken, ob wir schneller sind als er, wenn wir überladen sind. Nee, wir sind genauso schnell. Jetzt wissen wir es, warum. Der Bub ist... Oh, nee, wartet. Wir sind, glaube ich, wir sind schneller, wenn wir überladen sind. Guckt. Ah, seht ihr das? Wir sind sogar schneller als er, wenn wir überladen sind. Läuft bei ihm. Hallo. Ich muss wirklich sagen, du hast das Blatt der Minutemen echt gewendet, General. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es noch erlebe, dass die Minutemen wieder Artillerieunterstützung haben. Ja. Wir sollten zusehen, dass wir in allen unseren Siedlungen was Entsprechendes aufbauen, um die Abdeckung zu verbessern. Und Ronnie Shaw ist zurück. Sie ist wirklich was Besonderes, oder? Ja, aber das Level-Up hättest du mir gönnen können, oder? Sie kennt die Burg, ich mag sie... Geht auf die Nerven. Na, frag mal erstmal, was er von ihr hält. Was hältst du von ihr? Die Leute mögen sie.
Sie wirkt ziemlich abgebrüht, aber sie ist eine von den Guten. Ich habe von Veteranen Geschichten über sie gehört, aber ich wusste nicht, dass sie noch am Leben ist. Die Tatsache, dass sie zu den Minutemen zurückgekehrt ist, bedeutet, dass wir es irgendwie richtig gemacht haben. Ich lasse es dich wissen, wenn eine Siedlung Hilfe benötigt. Und super. Denk dran, biete jedem Hilfe an, der sie benötigt. Damit bringst du unsere Sache voran. Aber sie ist trotzdem irgendwie eine Deserteurin. Ich habe der Siedlung geholfen, zu der du mich geschickt hast. Und habe dabei gleich den Weg für eine neue Siedlung geebnet. Das sind fantastische Neuigkeiten. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald das ganze Commonwealth von den bösen Jungs befreit. Ja, aber die respawnen. Hey. Eine Siedlung hat eine Nachricht geschickt. Sie haben es irgendwie geschafft, einen Supermutantenangriff abzuwehren. Aber sie machen sich Sorgen, dass die Supermutanten mit Verstärkung zurückkommen könnten. Du solltest besser darüber, bevor es zu spät ist. Mach mal. Kann ich was für dich tun? Ja, ich will mit dir Sachen tauschen. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Na klar. Oh, danke für die Leuchtfackeln. Nee, das Minuteman-Outfit holen wir uns. Was will der denn mit einer doppelläufigen Schrotflinte? Was ist das denn? Nein. Also bitte, nein. Der Bob kriegt eine Lasermuskete. So muss das sein. Okay, was geben wir ihm jetzt? Das Offizierscap. Schaut. Es steht ihm halt einfach. Komm, du kriegst auch noch eine Polizeisonnenbrille. Jetzt schaust du richtig cool aus. Und für deine Lasermuskete kriegst du jetzt dann gleich nochmal Munition. Da du Rang höher bist, gebe ich dir sogar 15, weil du es bist. Sonst noch was? Wie geht's dir denn? Wie fühlst du dich? Ich bin froh, dass ich mich revanchieren kann, nachdem du mir so geholfen hast. Lass es mich wissen, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Nein, nichts. Okay. Nein. Hey, komm, er schaut cool aus, oder? Ey, ich finde das Outfit richtig geil. So, Herr Garvey. Haben wir die nicht schön wieder aufgebaut? Aha. Na? So, jetzt gucken wir mal auf den Tacho. Und wir sind, ach Gott, schon wieder am Ende von der Folge. Ja, in den nächsten Folgen müssen wir ein bisschen mehr Gas geben, auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt außer die Burg hier nicht sonderlich viel gemacht. Viel Zeit haben wir auch jetzt gar nicht mehr übrig für die Folge, als dass wir noch irgendwo großmächtig hingehen können. Oh, das ist ja eine bestehende Siedlung. Zimonia müssen wir auch gucken. Ja, wie es in den anderen Games ist, wir haben noch alle Hände voll zu tun. Wir sind clever, wir haben Charisma, wir haben ein bisschen Ausdauer. Was könnten wir denn noch so machen? Okay, da brauchen wir Ausdauer 7 dafür. Hier können wir auch noch nicht skillen. Alles ruhig hier. Bleib bei uns, um keine Meldungen für die Minutemen zu verpassen. Level 28 können wir auch noch nicht skillen. Es liegen keine Meldungen vor. Passt auf euch auf, Leute. Dann geht ein bisschen was in Beweglichkeit jetzt rein. Was macht die denn da oben? Oh, es ist... Mir gefällt die Burg. Definitiv. So ist er besser. Wir müssen nur schauen, dass wir da vorne und vielleicht da vorne oder da in der Mitte noch Treppen hinmachen. Aber ansonsten passt's. Bevor ich jetzt aber noch weiter hier umherschwärme,
haue ich einmal einen Cut rein. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst sie gerne ein Like da. Wenn noch nicht passiert, gerne ein Abo. Wir sehen uns zur nächsten Folge oder bei einer anderen Folge bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Servus! Love through this crazy world, hier bist du frei. Egal ob Dschungel oder Apokalypse, wir sind dabei. Komm und erlebe die Abenteuer pur. In love through this crazy world, hier ist jeder Sieg nur unsicher.